Komödie zur Tragödie. So kann man das Theater um den Neubau des sogenannten Containers, der Ersatzspielstätte für die städtischen Bühnen, auch beschreiben. Wir von der SPD sehen darin wieder mal ein Beleg für die Inkompetenz des Kulturreferenten, den wir ja als teuersten Lehrling Augsburgs erkannt haben. Schnell und billig sollte es sein, der Bau dieses Containers, ca. 3 Millionen Euro, und in 6 Monaten sollte er stehen. Tatsächlich dauert es jetzt insgesamt fast 2 Jahre und die Kosten sind rund auf das Doppelte angestiegen, wenn es denn klappt. Wir von der SPD hätten uns gerne für eine nachhaltige Lösung für das Theater eingesetzt, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert wird. Das hat bis jetzt leider nicht geklappt. Wir können nur hoffen, dass der Oberbürgermeister wenigstens jetzt seinem Kulturreferenten endlich auf die Finger schaut, denn sonst wird es noch teurer.